Okay, meine Freunde, willkommen zurück hier beim Let's Play von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Wir waren hier beim letzten Mal beim Kapitel 7 stehen geblieben, die Säle. Und das setzen wir jetzt einfach mal fort. Und wir spielen natürlich Tim. Okay, das Abenteuer fortsetzen. Okay, ich hoffe nicht, dass wir das Ganze jetzt nochmal machen müssen, aber ich denke mal nicht. Okay, hier müssen wir weitermachen. Ich weiß gerade nicht. Wir sind endlich draußen. Ah ja, das hatten wir noch nicht. Gut. Na, hier läuft er ja ganz gechillt runter. So, und jetzt hier. Und jetzt, ja, zwei. Und hier irgendwelche Hinweise, wo das hin soll. Bitte finden Sie sich morgen Punkt 5 Uhr in der Küche ein. Wie es aussieht. Oh, das ist wieder aufnehmen natürlich. Und jetzt. Ach so, vielleicht sollen wir den damit abwerfen. Das wäre so eine Option. Mann, ich habe damit nichts recht. Ich habe so lange jetzt nicht mehr gespielt. Na gut, das ging eigentlich. Seit zwei Tagen oder so habe ich nicht mehr gespielt. Ne, wir müssen noch. So, jetzt vielleicht. Mann, nimm das doch auf. Komm. Ach, Mann, Tim. Geht ja gar nicht. So. Bam. Hoch damit und. Bitte finden Sie mal gucken, ob wir uns jetzt besser anstellen. So, wieder zurück und jetzt. Nimm das doch auf, Mann. Ey. Einen guten Diener sollte man sehen, nie hören. So, und den anderen haben wir jetzt ein bisschen aufgescheucht. Mal gucken, aber den werden wir wahrscheinlich auch leicht erledigen können. Aber nicht so. Ich wollte mit X. Wollte ich schlagen, aber dabei geht das ja mit. Viereck. Und durch die nächste Tür. Oh, jetzt kommen wir wieder hier unten hin. Das bringt's auch, das ist klar. Das bringt's jetzt auch wirklich. Na, dann eben nochmal. Also hier rein. Dann sind wir hier und jetzt. Ah. So, Geheimgang hier. Okay. Dann werden wir hier jetzt wieder in so ein Zimmer. Und da kommt, glaube ich, einer raus, oder wie ist das? Nee, greift den Rand des Lochs, um Struppi hindurch zu schicken. Jetzt bist du dran, Struppi. Okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder Struppi, genauso ist es. Und zwar müssen wir hier jetzt wieder so ein bisschen spionieren. Und der hat den Schlüssel gefunden, der wahrscheinlich die Tür öffnen kann. Ist ja leicht. Super gemacht, Struppi. Ach so, und Tim wusste das natürlich, dass der Schlüssel da drin ist, ist klar. Ist ein bisschen unlogisch, aber na komm, ist auch egal. Ich bin müde, okay. Mehr verpflichtet als seinen Besitzer. Den hätten wir erledigt hier. Nee, hier gibt es nichts mehr, also hoch. Was für ein schöner Ort. Was? Kommen Sie zurück. Oh, Hilfe. Der Dicke da. Weg mit dir. Jetzt hoch. Die Vogelfaul sind sicher nicht weit. Oder runter, dann eben runter. Oh, aufpassen, immer so ein bisschen abbremsen. Nachher rauschen wir hier runter und dann. Ja, stürzt er. Jetzt hier so eine Zwischendecke oder was auch immer. So ein Hohlraum auf jeden Fall. Ah, da ist ein Gesundheitspack. Meine Schuhe sind voller Schramm. Voll Headshot jetzt. Okay, und der nächste. Den verschonen wir natürlich auch nicht. So. Jetzt hier
hoch. Oder runter eben. 0 von 4 haben wir, also müssen wir die erledigen, oder wie ist das? Bitte finden Sie sich morgen Punkt 5 Uhr in der Küche ein. Okay, gehen wir mal hier raus. Ja, ach so, wir müssen die suchen vielleicht. Das wäre möglich. Da war eine Schatzruhe, aber die ist mir jetzt erstmal egal. Vielleicht kriegen wir zwei auf einen Streich, wer weiß. Nee, leider nicht. Was ist los? Ich sehe was. Sieh da raus. Hey, der haut ab vor uns. Nimm mir hier nochmal das Gesundheitspaket, obwohl ich das nicht brauche. Und geht auch so gar nicht. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Junger Mann, kommen Sie raus, wo Sie auch sind. Was? Oh, das war doof von mir. Mist. Ja, dann machen wir hier jetzt wieder einen auf so und hier hoch. Dann haben wir wieder volle Lebenspower. Und hoch mit dir. Und jetzt hier durch. Ist das denn so schwer? Oh. Der reagiert immer schneller als ich. Oh, hoho. Voll auf den Kopf fallen. Wir können hier jetzt weiter. Fahren mit dem Fahrstuhl herunter. Und wir haben wieder eine Mission geschafft. Der Ladebildschirm. Okay, und wir haben wieder volles Leben. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ja, ist ja schon gut, Tim. Okay, hier müssen wir weiter. So. Oh. Wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? Morgen habe ich frei. Ja, und jetzt mal wieder hier vorwerfen. Bam. Bam. Und beide sind zu platt. So, und jetzt. Hier ist nichts mehr sonst. Also hier erstmal weiter. Oh, was kommt jetzt? Wo kommt all das Ungeziefer Richte das Licht her? Auf die Insekten, um sie zu verbrennen. Kann man die Insekten damit wirklich verbrennen? Ist mir neu. Hier ist eine Schatztruhe. Oh, ja, zwei. Mann, ich vergesse das immer. Und jetzt. Und wieder eine goldene Krabbe. 5 von 15 haben wir jetzt. Oh. Nicht aufgepasst, aber ist ja egal. Ach, müssen wir das jetzt nochmal machen, aber. Komm. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? So, R2. Mann, ich vergesse das wirklich immer. Und so und bam, voll auf die Beine drauf und wir springen runter und gehen weiter. Wo kommt all das Ungeziefer her? Ach ja, die sollen wir verbrennen. Oh. Ach so, die Schatzrolle, die ist dann trotzdem schon auf. Okay, hier will ich nicht runterfallen, aber sind wir ja gerade schon. Und vielleicht kann ich die Insekten da vorne noch verbrennen. Ja, so ist es. Jetzt gehen wir hier mal hoch. So, jetzt ganz oft drücken. Okay. Okay. Ist da gerade was gekommen oder wie ist das? Ach so. Okay. Ja, nicht so einfach. Ich glaube, da tut sich nichts mehr. Okay, und da ist wieder ein Gesundheitspaket. Ah ja, das können wir wieder nicht nehmen. Schade, ich würde die gerne auch in Reserve so nehmen, aber man kann nicht alles haben.
Okay, hier runter. Gehen wir erstmal hier weiter. Na, hier ist sonst nichts mehr. Hier hoch. Da sind wieder Insekten. Hier will ich nicht runterfallen. Ah ja. Jetzt haben wir hier wieder das gleiche, was wir schon mal hatten. Jetzt kommt dann da gleich wieder irgendwie so eine Bahn oder so. Hier waren wir doch schon, oder? Nee, doch nicht. Ach, Mist. Auf jeden Fall ist gut, dass wir weiter hochgehen, weil unten macht es keinen Sinn, finde ich. So, Last Minute noch da drauf gesprungen. Und hier haben wir wieder Insekten. Nicht lange hier auf. Okay. Hier geht's wohl nicht hoch. Ah doch, hier. Fast übersehen, aber auch nur fast. Okay, und was sollen wir damit jetzt auslösen? Ach so, mitnehmen bitte, Tim. So. Oh Mann, bin ich doof. Ach, Mann, ey. Muss ich doch jetzt mittlerweile wissen, dass er... So, du kommst jetzt aber mit, bitte. Jetzt einmal hier runter. Und hier müssen wir jetzt springen, Achtung. So meine ich doch. Ah, jetzt dreht sich da auch was. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten hier. Okay. Da sehe ich überhaupt nichts. Oder nur ganz wenig. Okay. Mission abgeschlossen. Komm, wir machen noch weiter. Ist ja kein Problem. Es lüftet sich langsam. Okay, boah, das ist ziemlich sportlich. Der Tim muss man ja sagen. Und gute Nacht. Ja, das Wasser kann man sich wahrscheinlich drin verstecken, oder? Na, ist ja auch egal. Brauchen wir bestimmt nicht. Aber das sage ich jetzt ja einfach und nachher brauchen wir es dann doch. Ach, guck mal, da erledigen die sich fast selbst. Ja, so. Ach ja, jetzt geht man hier ja wieder hoch. Also wieder zurück. Zurück, Tim. Jetzt hier. Und X. Ach so, jetzt sind wir hier wieder ganz unten. Ah ja, der Ball, der könnte uns... Könnte uns was nützen. Was auch immer. Morgen habe ich frei. Ach so, jetzt weiß ich. Da hatte ich ihn noch. Auf
das. So. Bam. Da ist er erledigt. Und jetzt dürfen wir hier durch. Und kommen hier wieder raus und brauchen einen Schlüssel. Oh, Hilfe, das muss ich anders lösen. Geh doch zurück. Kommen Sie da raus! Wo? Was? Komm. Kommen Sie zurück! Wir müssen irgendwie... Boah, schnell wieder weg. Hilfe ist sehr aggressiv. Mann, ey, warum ist er denn so aggressiv? Okay, er weiß nicht, wo wir sind. Das ist gut. Das bringt nichts. Wir müssen irgendwie von hinten an den rankommen und dann... Okay, Freunde, das war also die dritte Folge von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Oder wer es genau haben will, die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Folge 3 war das jetzt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sind so ein bisschen wieder durch den Keller gelaufen. Ja, haben mal wieder so ein bisschen gekämpft, haben, ich glaube, den ersten Schlüssel gefunden. Ja, war eigentlich recht erfolgreich. Danke fürs Zuschauen. Übermorgen geht's dann weiter. Tschüss.